Ich lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Test, Bluthochdruck. Und ich bin angekommen im roten Teil. Das ist das letzte Kapitel. Das heißt Medikamente bewertet. Und ich bin angekommen bei Medikamente von A bis Z. Als erstes werden die rezeptpflichtigen Medikamente in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und dann geht es hinterher nochmal nach Medikamentengruppen in alphabetischer Reihenfolge weiter. Und da lese ich jetzt vor die Alpha-2-Agonisten. Alpha-2-Agonisten hemmen die Funktion des sympathischen Nervensystems, was dazu führte, dass weniger Hormone des Nebennierenmarks im Blut zirkulieren, die normalerweise das Herz schneller schlagen und die Muskulatur in der Wand der Blutgefäße zusammenziehen lassen. Wenn diese Wirkungen blockiert werden, sinkt auch der Blutdruck. Methyldopa. Geeignet bei hohem Blutdruck in der Schwangerschaft. So. Klonidin. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck. Nur anzuwenden in Kombination mit anderen Mitteln, vor allem Diuretika. Für eine Monotherapie stehen verträgliche Alternativen zur Verfügung. Moxonidin mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, nur anzuwenden in Kombination mit anderen Mitteln, vor allem Diuretika. Es fehlen Studien, die einen Langzeitnutzen zeigen. Clonidin sollte nur in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Medikamenten angewendet werden. Als alleiniges Arzneimittel ist es nur eingeschränkt empfehlenswert. Der Wirkstoff Methyldopa bewirkt ebenfalls, dass das Noradrenalin nicht wirken kann und der Blutdruck sinkt. Da es keine unerwünschten Wirkungen auf das Ungeborene oder den Säugling hat, gilt es allgemein bei Schwangeren mit hohem Blutdruck als empfehlenswertes Mittel. Auch weil bei einer Anwendung rund um die Geburt seltener Hochdruckkrisen auftreten und auch die Rate der Fehlgeburten deutlich vermindert wird. Ansonsten sollte Methyldopa nur in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Präparaten eingesetzt werden. Studien weisen darauf hin, dass es dann die Sterberate senken kann. Bei Moxonidin ist hingegen unklar, ob es die Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall verzögern oder auch verhindern kann. Daher ist es nur eingeschränkt empfehlenswert. Wichtig zu wissen, da die Wirkstoffe müde machen, sollten Sie die Anfangsdosis der Tabletten abends vor dem Schlafengehen einnehmen. Wenn Sie vergessen, die Tabletten einzunehmen, schießt der Blutdruck innerhalb von 1 bis 2 Tagen oft schlagartig in die Höhe. Aus diesem Grund darf die Behandlung auch nicht von einem Tag auf den anderen abgebrochen werden. Häufig können Mundtrockenheit, 20 bis 100 Behandelte, Kopfschmerzen und Müdigkeit bei mehr als 10 von 100 vorkommen. Da alle Alpha-2-Agonisten müde machen, sollten sie während der Einnahme kein Fahrzeug lenken und keine Maschinen bedienen. Clonidin, vor allem
Clonidin, vor allem zu Beginn der Einnahme von Clonidin, können Verstopfungen bei 10 von 100, Übelkeit und Erbrechen vorkommen. 1 bis 5 von 100 Behandelten klagen über Potenzstörungen oder sexuelle Unlust. Methyldopa, bei 1 bis 10 von 100 Behandelten verlangsamt sich nach der Einnahme von Methyldopa der Herzschlag stark. Der Wirkstoff kann auch die Wirkung von Medikamenten verstärken, die den Herzschlag verlangsamen, zum Beispiel von Digitalis-Präparaten, in Klammern bei Herzschwäche. Auch bilden sich bei der Behandlung mit Methyldopa mit Unterwassereinlagerungen oder es können depressive Verstimmungen auftreten. Bei 1 bis 3 von 100 kommt es in den ersten Behandlungswochen zu Fieber, manchmal auch begleitet von Schüttelfrost. Dies sind meist Zeichen von Überempfindlichkeit auf den Wirkstoff. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind möglich. Alpha-2-Agonisten können die dämpfende Wirkung von Beruhigungsmitteln, Klammern bei Angststörungen, Nervosität verstärken. Auch Alkohol intensiviert diesen Effekt der Alpha-2-Agonisten. Trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin, Clomipramin und Imipramin, in Klammern bei Depressionen, können die Wirkung von Alpha-2-Agonisten abschwächen. Diese Arzneimittel sollten Sie deshalb nicht gleichzeitig einnehmen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Clonidin kann auch Kindern mit mäßig oder starkem Blutdruck in Abhängigkeit vom Körpergewicht gegeben werden. Eine Kombination mit Methylphenidat bei ADHS sollte vermieden werden, da erhebliche Nebenwirkungen wie Unruhe, Albträume und Herzrasen auftreten können. Wegen vieler Erfahrungen sollte Moxonidin nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Methyldopa wird vorzugsweise bei hohem Blutdruck in der Schwangerschaft verordnet, weil es sich dabei besonders bewährt hat und auch gut untersucht ist. Es tritt in geringer Menge in die Muttermilch über. Die Konzentration ist jedoch so gering, dass eine Beeinflussung des Kindes unwahrscheinlich ist. Moxonidin sollte mangels Erfahrung nicht eingesetzt werden. Vorsichtshalber sollten Sie auch Clonidin in der Schwangerschaft nicht anwenden. Für ältere Menschen. Ältere Menschen reagieren besonders empfindlich auf Clonidin. Methyldopa kann vermehrt zu Müdigkeit, langsamem Herzschlag, niedrigen Blutdruck und Schwindel führen. Beide Arzneimittel sollten Ältere nicht anwenden. So. Als nächstes geht es um Beta-Blocker und dann um Kombinationen von Beta-Blockern mit anderen Mitteln. So.